Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Timberborn hier auf meinem Kanal. Ja, die süßen kleinen Biber sind hier gerade an dem großen Energieprojekt dran, was wir gerade vorhaben, hier die Energieleitung, die Antriebswelle zu legen. Und da müssen wir auf jeden Fall uns ranhalten, dass wir das auf jeden Fall relativ schnell fertig schaffen. Auch hier ist das noch gerade im Bau. Wir haben hier, glaube ich, kein Holz mehr, ne? Ja, doch, haben wir noch, aber doch auch noch Planken. Okay, das wäre noch nötig. Okay, aber ansonsten, ne? Ein Bauarbeiter nur, der hat natürlich verdammt viel zu tun. Wir bräuchten hier dementsprechend mehr Biber im besten Falle, klar. Aber auch das werden wir natürlich auf Dauer hinkriegen irgendwie. Wie viele Biber haben wir? Hier 4 Biber. Einen kleinen. Und ja, okay, der wird wahrscheinlich bald hier sterben, weil er schon 64 Jahre alt ist, aber okay. Das heißt, wir müssen da auf Dauer natürlich weitere Biber natürlich bekommen und weitere Biber natürlich hier versorgen. Nicht verbundenes Gebäude wären die hier, die müssten noch verbunden werden. Ach so, das wäre mit dem Pfad, da müssten wir noch einen Pfad legen, dann wäre es gegessen. Dann ist das Problem erledigt. Das heißt, die sind hier auch jetzt nicht mehr obdachlos, sondern haben auch Häuser, wo sie natürlich hier unterkommen können, hier schlafen können, was weiß ich was. Das ist sehr schön. 9 Biber an der Zahl, 12 können es dementsprechend werden hier. Und die können sich hier in dem Dorf eigentlich auch schon relativ gut selber versorgen. Das ist das Schöne daran. So, wir haben noch einen Tag knapp bis zur nächsten Dürre. Genug Möglichkeiten hier eigentlich an Karotten zu kommen, beziehungsweise an Kartoffeln. Weitere Sorten könnten wir eventuell anbauen. Was können wir nochmal anbauen? Wir könnten eventuell Sonnenblumen anbauen. Ne? Was bringen Sonnenblumen bei den Bibern? Wir müssen mal gucken, was Sonnenblumen bringen. Sonnenblumenkerne bringen eine Arbeitsgeschwindigkeit plus 5%. Wäre an sich ja schon mal gar nicht mal so verkehrt, ne? Was bringen Karotten? Karotten würden bringen Lebenserwartung plus 30%, okay? Gegrillte Kastanienstärke plus 10%, die haben auch natürlich alle Vorteile. Tagesgeschwindigkeit plus 10%, gegrillte gelbe Teichrose, Lebenserwartung plus 15%. Ahorngebäckstücke, nochmal eine Tagesgeschwindigkeit plus 10%. Lagerfeuer und Dachterrasse haben beide Fruchtbarkeit. Schutz, Lebenserwartung plus 25%, Gehgeschwindigkeit plus 5%. Okay, was könnten wir hier noch machen? Arbeitsgeschwindigkeit plus 5%. Dach, Arbeitsgeschwindigkeit plus 5%. Und Strauch, Arbeitsgeschwindigkeit plus 5%. Okay. Hier wäre eine Arbeitsgeschwindigkeit. Hallo? Dann gib du mal, danke. Dann wäre die Monumente Arbeitsgeschwindigkeit 25%, Gehgeschwindigkeit 30%, Lebensgeschwindigkeit 40%. Homage an den Erfindergeist. Lebenserwartung plus 40% wäre an sich gar nicht mal so verkehrt. Arbeitsgeschwindigkeit bei Spaß. Bücher würden geben Arbeitsgeschwindigkeit, Schrein und Tempel auch Arbeitsgeschwindigkeit. Also wir könnten viel mit Arbeitsgeschwindigkeit machen. Aber gut, Sonnenblumenkerne sind, glaube ich, eigentlich nicht das Schwerste. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Moment, was waren nochmal Karotten? Karotten waren Lebenserwartung, ne? Ja, also Karotten brauchen wir auf jeden Fall auch. Das ist definitiv notwendig, Karotten zu haben. Damit sie da dementsprechend versorgt sind, natürlich. Wir bräuchten aber auch im besten Falle Sonnenblumenkerne. Und da müssen wir natürlich gucken, dass wir das dementsprechend natürlich hier auch nutzen. Das heißt, die Beeren würden sich auf Dauer definitiv wegreißen. Das ist schon mal Fakt. Das heißt, die könnten schon mal rausgerissen werden, weil die brauchen wir definitiv nicht mehr. Die können weg und die können weg erstmal. Dann hätten wir das schon mal fertig.
Dann hätten wir da wieder Platz dementsprechend, wo wir eventuell dann Sonnenblumen anpflanzen könnten. Wir hätten hier ein, das wäre vom Gebiet her okay. Wir könnten hier nochmal rübergehen mit einem Steg, beziehungsweise mit einem, ne, um hier dementsprechend auch noch anpflanzen zu können. Das ist auch möglich. Das ist nicht das Thema. Hier müssen wir nochmal Wasser reinlassen. Wir müssen so langsam anfangen zu stauen, ne? Ich würde hier zumachen, so langsam. Ich würde so langsam mal zumachen. Machen wir mal hier zu. Dann machen wir hier zu. Da haben wir keinen Stau, keine Staumöglichkeit. Hier hätten wir noch eine Staumöglichkeit. Die werden wir nochmal nutzen. Klar, jetzt haben wir hier auch keine Energie, aber das ist, denke ich mal, nicht das Thema. Es ist halt nur ein paar Tage an sich. Stopp! Zu! Da ist zu viel Wasser. Hallo, da ist zu viel Wasser. Okay, das dauert jetzt eine Weile, dann ist das wieder gegessen. Aber ich denke mal, 0,5 Tage sollte man aushalten können. Können wir sonst noch den Durchfluss verringern? Das sollte auch passen. Da fließt nicht ganz so viel rein jetzt. Er fließt schon rein, aber ne. So gucken, ne? Klar, wir kriegen jetzt gerade keine Lebensmittel hier, überflutet, aber das sollte eigentlich gleich dementsprechend sich erledigt haben, hoffentlich. Ich glaube, das geht schon langsam zurück, das ist gut. Ich glaube, das geht zumindest langsam zurück. Das steigt hier langsam noch weiter. Ja, Essen ist jetzt knapp hier mit der Essensproduktion, aber gut, wir können ein bisschen aushalten. Wie gesagt, auch das hier ist nicht das Eigentliche, was ich vorhabe. Ich will hier auf Dauer noch was anderes machen, ne? Von daher mal gucken. Gut, hier sieht es okay aus. Das wird langsam kritisch werden hier. Noch mal Wasser ablassen. Jetzt haben wir gleich hier eine Überflutung. Das ist ja gar nicht gut, ne? Wie Tage noch? 0,2 Tage. Ne? Ein bisschen Wasser kommt noch. Hier ist ein bisschen überflutet, aber das ist nicht das Thema. Es balanciert sich aus so langsam dann, ne? Da müssen wir natürlich wesentlich besser stauen hier. Aber gut, das kriegen wir in 0,1 Tag noch. Und hier müssen wir definitiv arbeiten dran. Es
das hier wesentlich weniger passiert wieder. Bisschen Wasser reinlassen noch. Sieht gut aus. Bis auf hier ist ein bisschen überflutet, klar, aber ansonsten sieht es okay aus. Ein bisschen Überflutung ist klar. Das kann man nicht ändern. Damit müssen wir leben. Das dürfte gleich relativ schnell zurückgehen hier. Das dürfte relativ schnell zurückgehen hier, ne? Hoffentlich. Dann müssen wir auf der Dauer definitiv den Deich noch weiter aufbauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Hier müssen wir nochmal aufbauen, dass hier zu ist. Dass hier weiter gestaut werden kann, ne? Verdammt wichtig, Leute. Verdammt wichtig. Wir müssen das hier nochmal wegreißen und aufbauen. Oha, das wird noch ein Akt hier. Das wird hier noch ein Akt. Aber okay. Ist halt so, ne? 7 Tage Dürre. Okay, kriegen wir hin. Also genug Wasser müssten wir eigentlich zur Verfügung haben hier. Für 7 Tage sollte das eigentlich ausreichen. Mit dem Wasser, ne? Sieht soweit gut aus, ne? Lebensmittel ist das andere Problem, aber das kriegen wir hin. Das mit Sicherheit. Wie sieht es aus mit der Fabrik? Da finden wir 24 Getriebe noch. Da haben wir eher die Metallblöcke zusammen, ne? Als die Getriebe. Heftig. Hier ist es soweit fertig. Das ist auch fantastisch. Dann müssten wir hier nochmal eine Antriebswelle machen. Energie, Antriebswelle. Da hätten wir die nämlich auch schon mal zusammen. Ne? Da hätten wir die Leistung hier eigentlich schon hier hinten. Ne? Wir machen das mal auf Prio. Das auf Prio. Das auf Prio. Und das auf Prio. Dass die Energie auf jeden Fall hier direkt, wenn wir hier natürlich wieder Flut haben, direkt auch ankommt da hinten. Zusätzlich noch. Dass wir auf Dauer hier auf jeden Fall keine Probleme mehr haben. Ne? Das ist schon mal der erste Schritt in die hoffentlich richtige Richtung. So, wassertechnisch sind wir hier natürlich auch nochmal überflutet, immer noch überflutet. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass wir natürlich hier dementsprechend bald dass das Wasser hier so langsamer zurückgeht. Ist natürlich nachteilhaft. Momentan wird hier schon mal abgepumpt. Das ist schon mal wesentlich besser. Aber wir müssen gucken, wie wir das machen hier. Ne? Wir müssen auf jeden Fall gucken, wie wir das auf Dauer hier handeln können. Schlepperposten bräuchten wir. Wir bräuchten mehr Pumpen. Und wir bräuchten ein besseres Gebiet oder größeres Gebiet auf Dauer, ne? Was hier bepflanzt werden kann. Gut, hier sind wir gerade dran. Das ist klar. Müssen wir gucken, ne? Also wir müssen auf jeden Fall weitere Gebiete hier uns holen. Ist noch ziemlich viel überflutet und ziemlich lange, ne? Okay, die Karotten gehen kaputt, okay. Teilweise hier. Aber wir haben hier noch relativ viel Gemüse. Von daher, das ist nicht das Thema. Das ist nicht das Thema. Okay. Sieht aber soweit ganz gut aus. Ja, bis auf die Überflutung hier, ne? Aber okay. Ein bisschen Wasser ist normal. Hier ist das okay. Hier haben wir auch eine kleine Lebensmittelversorgung zumindest schon mal. Da müssten wir noch einiges bauen. Hier sind wir gerade am Bauen. Das ist fertig. Jetzt brauchen wir natürlich hier noch
Getriebe brauchen wir hierfür, ne? Oha. Ja, und Getriebe sind ja das Problem, ne? Das heißt, ich würde auf Dauer definitiv hier schon mal die Getriebe machen, ne? Wie wäre es mit einer Getriebewerkstatt hier in diese Richtung? Das wäre eine Möglichkeit, ne? Wir machen es trotzdem so, ne? Wir machen es erstmal so. Machen wir erstmal hier eine Getriebewerkstatt hin. Hier kommt ein Fahrt hin. Dann machen wir hier natürlich Baupriorität auf hoch, dass wir zumindest hier auch mal an die Getriebe langsam drankommen, ne? Das heißt, hier bräuchten wir weitere Biber. 4 Biber haben wir momentan hier erwachsen. 2, 2, ne? Das heißt, auch hier müssten weitere Biber natürlich wohnen auf Dauer. Und dann sollten wir es eigentlich hoffentlich auch hinkriegen, dass wir hier immer wieder Nachwuchs bekommen, ne? 6 Biber können wir hier haben. Nahrungstechnisch ist das Problem. 6 Biber wären 12 Nahrung pro Tag. Da würden 30 Nahrung ausreichen. Das würde ausreichen, okay. Sechs Biber wären 12 Nahrung, sind 24 Nahrung am Tag. Also 2 Tage hätten sie auf jeden Fall Nahrung. Müssen wir natürlich nochmal aufstocken auf Dauer, aber gut. Das kriegen wir hin. Ist alles an sich eine Planungssache. Ist an sich alles eine Planungssache hier, ne? Okay. Wie sieht es jetzt aus? Hier ist immer noch überflutet. Hier ist zu, da dürfte nichts mehr rauskommen. Okay. Ich hoffe, das geht hier so langsam mal weg hier, ne? Das Wasser. Klar, die Sachen gehen kaputt, ist mir klar, aber ist jetzt nicht ganz so schlimm hier, ne? Hier ist das erste gestorben, hier ist das zweite gestorben. Ja, passiert. Es sei denn, wir machen hier auf jeden Dauer nochmal hier eine Dingse, ne? Eine Pumpe. Dass wir hier notfalls noch pumpen können, ne? Wäre eine Option. Aber wir warten einfach, bis das Wasser verdunstet ist, ne? Hm. Problematisch. Das ist eine Reihe, die viel Wasser, ne? Essen ist auf jeden Fall noch da. Die essen ja auch noch und alles. Das ist gut. Dann kannst du nicht mehr wirklich arbeiten, ne? Können sie momentan nicht mehr wirklich hier arbeiten, das ist das Thema. Gut, die kriegen wir auf Dauer hin. Wie sieht die Getriebewerkstatt aus? Die läuft. Holzscheite sind schon fast alle da, zumindest knapp die Hälfte jetzt. Planken müssen dann auch noch kommen, aber ich denke mal, Planken sollten wir hier genug haben. 20 Planken, ja okay, dann müssen wir kriegen wir die erst morgen fertig, die Getriebewerkstatt, aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht das Thema. Dann wird sie halt morgen fertig, ne? Genug Leistung haben wir wohl sowieso momentan nicht durch die Windräder hier. Das ist klar, wir müssen auf jeden Fall wesentlich mehr Leistung noch aufbauen. Okay. Was wäre hier? Wir könnten hier zum Beispiel die Erfinder hinpacken auf Dauer, ne? Eventuell. Schauen wir mal.
Weiter geht's in der nächsten Folge. Ich sehe schon 20 Minuten wieder um, ne? Oha. 20 Minuten um, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Okay, hier haben wir überhaupt keine Leistung mehr für Getriebe, ne? Ja, das wird kritisch. Haben wir genug Planken? Genug Planken sollten wir noch haben. Ja. Nein. Ich hoffe, wir haben noch genug Planken. Sonst wird es problematisch hier mit der Getriebewerkstatt aktuell, ne? Ach du Scheiße, was alles an der Energie hängt hier. Wahnsinn, ne? Heftig. Hängt einiges an der Energie, Leute. Viel zu viel an der Energie. Na gut, kriegen wir hin. Muss auf Dauer definitiv weitergehen hier. Das ist klar. Muss auf Dauer viel, viel weitergehen hier. Okay, gut. Dann würde ich, wie gesagt, sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Oh, die Überflutung ist weg. Sehr nice. Die Überflutung ist weg. Hier kann es weitergehen, Leute. Sehr schön. Distrikt 2 ist wieder in Arbeitsmodus. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute, wieder. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und sage einem in dem Sinn, bis dahin, Servus und Tschüss.